Hallo, heute zeige ich Ihnen, wie man Janome MyLock 644D einfädelt. Es ist eine Overlock von Janome und wir fangen von oben an. Ich habe vier verschiedene Garne reingemacht, dass man auch später sehen kann, welche Garn, Beispiel, man muss lockerer oder fester machen. Wir fangen an. Also, erstmal wird hier so einfach reingemacht und dann von vorne nach hinten durchgezogen. So, man nimmt Garn und zieht nach unten. Und so habe ich alle vier schon oben reingemacht. Das machen Sie auch und dann gehen wir weiter nach unten. So sieht jetzt der zweite Teil. Wir fangen von hinten nach vorne um diese Metallteil und dann wieder von hinten nach vorne. Also so. Erstmal durch diese. Ach. Was ist das? Von hinten nach vorne und dann nehmen wir Garn und dann wieder durch zweite von hinten nach vorne und dann ziehen wir hier durch und das sieht so aus und so machen wir jetzt alle vier nochmal von hinten nach vorne und wieder von hinten nach vorne. So, alle vier. Wir haben jetzt zweite gemacht. Jetzt gehen wir nach unten. Wir machen diese Tür auf und dann fangen wir. Und hier ist so geregelt, dass man also die erste ist Nummer 1, 2, 3, 4. So einfach geht das und hier steht es auch 1, 2, 3, 4 und dann hier festhalten, ein bisschen durchziehen und dann die dritte ist durch diese Metallteil. Bei Einfädelung dieses Teil muss links sein, also nicht auf RH, sondern auf ZD. Dann hier und jetzt haben Sie alle grünen Wege schon gezeichnet. Ich vergrößere ein bisschen. So. Dann nehmen wir Garn und hier erstmal durch diese Teil wird eingefädelt. Also man kann auch seitlich oder von oben, wie ist einfacher vor wem. So, durchziehen. Dann haben wir hier eine. Wieder festhalten. Durchziehen. Dann hier ist noch eine. Ich nehme dann immer wieder. Hier ist eine. Okay. Jetzt haben wir hier eine grüne. So, ich vergrößere wieder noch ein bisschen. Diese Teil drücken Sie hier. Also wenn unten, dann ist zu. Wenn oben ist offen, dass Sie einfacher zu diesem grünen Teil kommen können. Dann wieder hinter dem grünen Teil durchziehen. Das ist einfacher vielleicht manchmal. Die Pinzette sind auch nicht mehr das Neueste und geht manchmal schwer. Also dann mit Finger. Und jetzt hier haben wir auch eine von dieser Seite. Also das geht ganz einfach. Jetzt wieder nach unten drücken, das verschiebt sich. Und dann durch die untere Greifer. Einfach durchziehen, rausnehmen. Wo ist das?
So. Bisschen Geduld. Ja, das ist so einfach. Okay. Und wenn das fertig ist, einfach rausziehen. Jetzt mache ich hier Fuß ab und dann machen wir Nummer 2. Nummer 2 ist rot, wieder von oben nach unten, dann diese Metallteil wieder hier durchziehen, hier auch, das geht hier einfacher, weil es sind weniger Schritte auch, so, rot, dann hier haben wir eine, ist von unten, nur ziehen, hier über die Greifer, hier, diese Metall hier, also eine und im Greifer rein und das war's. Das geht richtig einfach. Wieder nehmen Sie Faden nach hinten, also und keine darf sich überkreuzen. So, jetzt machen wir blaue Garn, das ist die rechte Nadel, hier drunter nach oben, hier ziehen, nach unten über die Nadel, nochmal einmal über die Nadel und dann in Nadel rein. Und das gleiche machen wir mit erste rosane, also dann jetzt wieder nach unten, hier drüber, hier und über die Nadel nochmal. Und dann jetzt rein in Nadel. Ich habe diese Hilfe zum Einfädeln. Und das geht manchmal richtig einfach, wenn man sofort trifft. Ich habe auch ehrlich gesagt gebraucht, bis ich das hingekriegt habe. So, und dann mit dieser Spitze zieht man das hier, wenn man trifft. Okay, ich mache jetzt damit, dass sie nicht warten, aber es ist schon einfacher. Also man nimmt diese Hilfe so, dass dieser Teil oben ist, Faden dazwischen und man fängt vom Nadel von oben, bis sie trifft in dieses Loch, einfach schieben, rausnehmen und das war's. Jetzt haben wir alle vier Garne. Wir ziehen hier nach hinten, Fuß rein und immer ein paar Mal mit Hand drehen, weil jetzt ist meine. Immer ein paar Mal mit Hand drehen, weil dann sehen Sie, ob funktioniert oder nicht. Nicht sofort nähen, weil manchmal kann das, sehen Sie, es funktioniert. Jetzt probieren wir aus, wie die Nähmaschine funktioniert. Eingefädelt, alles. So sieht das aus. Eine Seite, zweite Seite, man auf, so wenn man zieht, man sieht ein bisschen rosa, also man kann immer noch kleiner oder mehr machen. Bei mir ist jetzt eingestellt fast hier 4, 3, 3, 3, seitlich 1 und 2,5. Liebe Grüße, bis zum nächsten Video.